Was geht ab heute, Leute? Mal wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal und meine Begrüßung war ein bisschen seltsam gerade. Egal. Jedenfalls wieder Overwatch. In der Beschreibung steht, was ein Overwatch ist. Ich würde sagen, wir starten direkt rein, oder? Ganz plötzlich, so mein Part. Müsste jetzt Part 32 sein. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe schon längere Zeit kein Overwatch mehr gemacht. Seit ein paar Tagen, denke ich, einfach nur eine Woche oder so, keine Ahnung. Und ja, jetzt möchte ich halt eine Reihe aufnehmen. Und bevor wir hier weitermachen, schauen wir mal die Option. Na, schauen wir mal, ob der gerade. Ne, ich kann schon schauen. So. Ein bisschen lauter. So, dann mache ich das bei mir kurz leiser. So, dann hört ihr es noch gut. So, schauen wir mal, ob der hackt. Bis jetzt noch ganz legitim, eigentlich. Der auf gerade beim T-Spawn, den habe ich gerade nicht ganz gesehen, aber. Ja, der hat auch ganz legitim ausgesehen. Moment, so. Schauen wir einfach mal weiter. Sieht legitim aus, also sieht ganz auch normal, auch ganz normal aus. Die sind jetzt bei Runde 2. Also bei Runde 12, aber die sind, stehen gerade mal 2. Kann sein, dass er seine Hex aktiviert hat, muss es aber nicht. Das kann ein Fall von Frustration sein. Oh, wow, was war das denn? Ja, gut. Ich glaube, der stand hinter der Smoke, aber das weiß ich gerade nicht. Oh. Okay, ja, okay. Also ich weiß nicht. Er hat schon ein bisschen gepreaimt. Und der Granatenrauch hat ihn komplett verdeckt, also er hätte ihn gar nicht sehen können. Ich würde sagen, wir warten trotzdem noch ein bisschen. Schauen uns das Ganze an, weil es sieht noch relativ legitim aus. Genau. So, ja, da schießt schon mal ein Mate rein. Da steht aber keiner mehr. Das heißt, jetzt gehen die. Oh, der hat da kurz mal durchgeguckt. Durch die Smoke. Okay. Ich glaube, ich weiß nicht, der macht mir so ein bisschen den Eindruck, als hätte er keine Map-Kenntnisse. Das kann auch an mir liegen. Okay. Okay, doch, doch, das ist gut, das ist nicht schlecht. So, ich bin mal ganz kurz gemutet, einen Moment. So, der Zug ist gerade angefahren. Und ich habe den Schuss gerade gesehen, das war sehr komisch, der hat schon ein bisschen gepreaimt. Er wusste schon, dass da jemand kommt. Das könnte aber auch komplett eine Info sein vom eigenen Team. Also ist da nichts unlegitim dran. Genau, ist alles legitim. So. Er schaut nicht lange auf die Spots. Er geht immer da, wo Gegner sind. Das könnten Infos sein. Das könnten auf jeden Fall Infos sein. Da möchte ich überhaupt nichts abstreiten. Und auch nichts in Frage stellen. Das war ein sehr gewagter, also. Gewagter Schritt von dem. Schaut euch, wie viel Platz er lässt. Okay, er hat einen Triggerbot. Nein. Er hat einen Triggerbot oder einen Wallhack. Das ist viel zu. Das geht nicht. Er hat nicht so einen guten. Nein, auf keinen Fall. Ich denke nicht. Ich denke, hier stimmt was nicht. Ich denke, hier stimmt was nicht. Ich glaube da. Das ist komisch. Jetzt guckt er wahrscheinlich Short. Wenn er jetzt Short guckt, ist das für mich so ein bisschen. Okay, es ist noch legitim, es ist ja normal, ne? Man hört die Steps. Jetzt schleicht er aber. Er schleicht komplett. Okay, jetzt weiß er, dass er da oben ist. Oh. Nee, das war für mich ein eindeutiger Beweis, dass er einen Triggerbot hat. Oder einen Wallhack. Das ist immer schwer zu sagen. Ich werde Wallhack ankreuzen. Sichthilfe. Weil er bereits die Leute da kommen gesehen hat. Das heißt, es ist total egal, ob er einen Triggerbot hatte. Ein Wallhack hat er auf jeden Fall. Schaut mal, wie er hat geprefeuert. Ja, das ist immer so ein bisschen kompliziert. Hübscher Prefire einmal reinhauen und dann war's das schon.
Dann hat sich die Sache gegessen. Dann sieht man schon direkt, dass der liebe Typ hier cheatet. Er macht das zu oft. Jetzt schleicht er hier das komplett. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Also, macht man eigentlich nicht. Er weiß jedenfalls, wann die Leute pushen, aber er hat doch gesteppt. Das ist komplett okay. Ja, okay, das war jetzt total. Das war unnötig. Seltsames Crosshair Placement. Erzielt einfach. Ja, okay. Nee, also. Für mich ist das ein klarer Fall leider. Das waren eindeutige Beweismittel, dass diese kleine Lücke, dass ich sogar Kenny S hatte Schwierigkeiten dabei. Okay, ich nehme ihn mal jetzt als Vergleich, weil man den als AWP-King kennt. Sogar Kenny S hatte hier Schwierigkeiten. Dein Auge erfasst es einfach nicht. Also sowas. Ja. Gut, ist noch. Ja. Warum wusste er denn, dass der rechts jetzt genau da stehen wird? Vielleicht versteckt er sich ja. Es war einfach viel zu. Er hat ihn hingeaimt und geschossen. Das könnte ein Triggerbot sein. Das muss auf keinen Fall Knowledge gewesen sein. Man hat auch mit Warlock ist das ja Knowledge. Also, Knowledge bedeutet das, so also Wissen halt. Er weiß ja mit dem Wallhack dann. Hier hat er erstmal ganz schön genau auf den Gegner gezielt, als in der Smoke stand. Vorhin waren übrigens Antiterroristen komplett Eco. Huh. Jetzt sind sie aber voll. Oh Mann. Mal schauen. Oh. Nein, nein, nein. Ich werde Wallhack da mit Vergnügen reinhauen, den Lieben. Hatte auf jeden Fall etwas an. Oh mein Gott, ich nenne den Part einfach Kenny S2. Ich nenne den einfach Kenny S-Klon, den Part. Der King mit der Sniper, mit der, Sa der King mit der Safari-Mesh. Genau. So, warten wir jetzt mal, was da passiert. Zieht das schon mal schön hin. Info, hat er Info? Ja, er hat Info. Er hat die Info. Man weiß, dass er da ist. Das wissen anscheinend alle. Aber vielleicht gibt er die Info. Das weiß man nie. Vielleicht denken dann die Gegner, er hat ihn wirklich gesehen. Dabei sieht er nur durch die Wand. Hier wird er jetzt hundertprozentig. Okay. Nein, nein, nein. Es ist für mich gerade nur vorgetäuscht gewesen. Er hat eine Hack. Er hat eine Hack. So, jetzt kommt der Zug angefahren. Eigentlich mute ich mich da immer, aber. Der Zug ist eigentlich gar nicht so schlimm. Okay, normaler Schuss. Das war ein komplett normaler Schuss. Den hätten viele geschafft. Es ist eigentlich klar, dass da jemand steht. Aus Reflex schießt man sogar. Pre-aimt man sogar ab und an mal dahin. Also komplett normaler Schuss. Hier leider Beweismittel hier in diesem Part. Da kann ich leider nicht sagen, dass der Typ legitim spielt. Was meine Vermutung ist, ist, dass die ziemlich schwach waren am Anfang. Dann haben wir immer dachte der sich so, wahrscheinlich wurde er im Chat provoziert oder so, das ist sein Team, und dann dachte er sich, ach scheiß drauf, mache ich die Hexe an. Aber das ist leider keine Lösung, mein Freund. Zielhilfe hattest du nicht. Sichthilfe hattest du eindeutig für mich. Hierzu zähle ich immer Triggerbot. Der Gegner hat ihn ja kurz angetäuscht. Stell euch vor, das ist hier die Lücke gewesen, wo er hingezoomt hat, so bei Long halt. Na, hier war ja diese Lücke. Und hier kommt der Gegner und der hat immer so angetäuscht, glaube ich. Und ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall unzureichend gewesen. Für mich ist ein Triggerbot, denke ich mal. Ich werde das heute erst als Triggerbot werten, wenn er wirklich einen krassen Flickshot macht. Öfters. Viel zu oft. Genau, Spielbehinderung, nein, Urteil abgeben, das war für mich eindeutig. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in Part 33. Ciao.